So, ich habe ja schon in einem anderen Video gezeigt, wie man eine einfache Simulation in Molecular Workbench erstellen kann. Allerdings sind ja so viele Simulationen hier einmal unter diesen Featured Models, also das sind ja einfache Modelle und den zusammenhängenden Lernpfaden vorhanden, so dass man eigentlich in vielen Fällen gar nichts neu erstellen muss. Und ich habe bereits für mich schon mal ein Arbeitsblatt rausgesucht, dass ich etwas umarbeiten möchte. Und zwar geht es um das Rutherfordsche Streuexperiment. Das kann ich nämlich hier simulieren. Und das befindet sich im oberen Bereich unter Chemie, Interactions and Motion. Und dann habe ich hier Rutherfords Experiment. So, und was man hier machen kann, ist natürlich zum einen starten, run the model und hier steht dann ein bisschen was oben drüber. So, und mir gefällt also die Simulation ganz gut, weil man eben so ein bisschen sieht, woher kommt eben diese Streuung bei dem Experiment. Hier wurde eine Wand eingebaut, bei dem die Teilchen dann quasi kleben bleiben, während sie an der Seite reflektieren. Das ist vielleicht nicht so ganz optimal, aber besser als gar nichts vielleicht. So, allerdings, es stört mich ein bisschen was, nämlich, ich würde gerne das Ganze hier mit Deutsch beschriften und eigentlich möchte ich gar nicht, dass man hier diese Atome mit den Atomkernen und der Hülle quasi sieht, sondern ich möchte gerne, dass man einen Versuch hat, bei dem einfach diese Alpha-Teilchen da durchfliegen und man dann quasi beobachtet, was da hinten dran passiert. Und erst nachträglich, wenn man oder wenn die Schüler versucht haben, das zu interpretieren, wie kann das sein, dass, dann erst möchte ich das gerne erst aufdecken, damit man eben das nachvollziehen kann, was da tatsächlich stattfindet. So, um das Ganze umzuändern, muss ich es zunächst mal für mich abspeichern. Hier unter File, Save As. Und dann ein neues Dokument. Rutherford zum Beispiel. Und ja, die Datei heißt rutherford.cml. Und dann ist es zunächst mal abgespeichert. Eine Kleinigkeit, die sich jetzt mit dem Abspeichern auch geändert hat, ist die Tatsache, dass ich jetzt hier einen Knopf habe, Edit. Das konnte ich vorher nicht machen, weil ich es also nicht bei mir abgespeichert hatte. Und indem ich jetzt auf Edit gehe, habe ich also Zugriffsmöglichkeiten auf die Inhalte. Unter anderem kann ich eben zum Beispiel die Überschrift ändern, können wir auch in die Mitte schieben und eindeutschen, übersetzen. Rutherfords Streuexperiment zum Beispiel. So, die Instructions da unten könnte ich auch weglassen, das ist nicht so wichtig. Außenrum kann ich also ganz viel schreiben, das ist ja ganz einfach, das ist ja wie so eine Art Texteditor, der ist sicherlich sehr primitiv, aber hier kann ich also zum Beispiel Anweisungen schreiben, drücke den Startknopf und beobachte, was passiert. Die Schriftgröße stelle ich dann hier oben ein. So, das ist jetzt der Text, der da außen herum ist, aber ich möchte hier auch was in der Modellbox machen. Und was ich jetzt zunächst mal machen werde, ist hier dieses Nucleus, also weglöschen einfach, weil es ja nicht vorhanden sein soll. Mit dem Abspeichern kann ich also auch hier drin arbeiten und dann eben die Sachen entfernen, zum Beispiel, die mich stören. So, hier. Ich habe einfach doppelt draufgeklickt. Und dann öffnete sich ein Bearbeitungsfenster. Das ist ein Textbox Properties Fenster. Da ist zum einen der Inhalt, den ich ändern kann und natürlich auch sowas wie Schriftgröße oder ähnliches. Hier kann von mir geändert werden.
Ja, dann ist das ja eigentlich soweit dann schon okay. Was man machen sollte zwischendurch, ist auf jeden Fall immer speichern. Und da kommt dann eine Zwischenfrage, die wir uns kurz angucken, weil wir haben ja eigentlich hier eine Datei, die heißt Rutherford.cml. CML ist eigentlich eine Änderung Chemical Markup Language. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich auch da passt. Auf jeden Fall wird jetzt hier ein MML abgefragt. Tatsächlich geht es hier quasi um diese Simulationsbox, weil die wird nicht direkt in diesem CML-Dokument drin gespeichert, sondern in einer Extradatei. Das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß, dass wenn man das abspeichert, vor allem wenn man mehrere und verschiedene solcher Seiten für sich speichert, dass man weiß, dass diese MML-Dateien also quasi dazugehören zu einer bestimmten Seite. So, das sollte ich auf jeden Fall auch speichern und ich klicke einfach mal hier auf Yes und Don't Ask Again, weil es einfach wichtig ist, dass das immer mitgespeichert wird. Für den Fall, dass ich einen Fehler mache, kann ich natürlich immer noch die ursprüngliche MML-Datei, die ich also mit dem Originaldokument bekomme, auch verwenden und dann einsetzen. So, jetzt möchte ich gerne das Ganze hier also abdecken und dazu gibt es verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel Draw a Rectangle, also ein Rechteck zeichnen. Das mache ich jetzt gerade mal und das ist jetzt halt, naja, leider durchsichtig, was aber nicht so dramatisch ist, denn indem ich rechts draufklicke, kann ich unter Properties zum Beispiel die Füllung verändern und dann machen wir uns mal ein knalliges Gelb oder vielleicht weniger knallig, um halt quasi anzudeuten, ne, das ist die Goldfolie. So, und die füge ich dann, beziehungsweise passe ich so an, dass sie gerade da drüber liegt. Und was jetzt ganz wichtig ist, ich habe jetzt an dem Dokument ja was geändert. Wenn ich jetzt was geändert habe, lasse es laufen und setze es dann wieder zurück, dann hätte ich das Problem, dass wahrscheinlich hier meine Abdeckung auch weg wäre. Deshalb speichere ich die ab. Das kann ich entweder machen, indem ich quasi das gesamte Dokument speichere, oder ich gehe einfach hier und Save Model. So, und der fragt mich wieder, also das ist wieder dieses Rutherford $0.ml, MML. Das überschreibe ich einfach in diesem Fall, damit es funktioniert. So, und das sollte jetzt eigentlich so sein, dass das genau das gleiche passiert, dass die quasi hinten dran wegfliegen. Beziehungsweise einige kommen halt durch. So, jetzt probieren wir gerade mal, ob das Rücksetzen funktioniert. So, und meine Goldfolie ist quasi erhalten. Was man jetzt noch vielleicht machen könnte, ist ergänzen, dass das eben diese Goldfolie sein muss. So, und das Einfügen eines neuen Textbereiches ist ein bisschen schwer zu finden, nämlich, wo haben wir das hier? Input Textbox unter Edit. Und da erscheint dann hier eine sehr aufwendig aussehende Textbox. Die kann ich allerdings vereinfachen, indem ich quasi alles ausschalte. Keinen Schatten und so weiter. Und dann den Text hier einfach einstellen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass ich zum Beispiel ein vorhandenes Textobjekt verändere. Okay. Die Goldfolie. Gut. Das gehört ja zudem dazu. Das brauche ich hier in diesem Fall nicht. Ja, ich hätte jetzt noch ein paar Ideen, wie ich diese Datei noch verändern könnte. Nämlich zum Beispiel ist die Frage, ob es so gut ist, wenn hier die Teilchen da lang fliegen. Da werden ja Teile wird reflektiert, einige werden abgelenkt. Und da gibt es hier hinten dran diesen grünen Bereich, an dem die Teilchen quasi kleben bleiben, während hier unten in den Seitenteilen, da wird das ja reflektiert. Ob man nicht vielleicht, damit hier nicht alles voll mit diesen Spuren ist, weil das Teilchen fliegt jetzt auch zum Beispiel wieder zurück, ob man da nicht vielleicht auch unten und oben auch solche
Bereiche unterbringen kann. Und wenn man nicht weiß, was das da ist, klickt man vielleicht einfach mal drauf und guckt nach den Properties, nach den Eigenschaften und sieht, dass es ein Obstacle ist, also ein Hindernis. Und da gibt es die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel auch hier, when hitting boundary, bounce back oder stop. Und ich bin ein bisschen verwirrt, dass hier bounce back steht, denn ich habe es ausprobiert. Wenn ich Stopp anwähle, passiert genau das Gleiche. Warum auch immer. Und in diesem Fall könnte man also zum Beispiel selber so ein Obstacle, so ein Hindernis erstellen. Das ist hier dieses Werkzeug. Ah, ja. So, dann könnte ich also quasi hier. Okay, also ich muss gucken, dass das nicht überlappt. Quasi hier so ein Hindernis erstellen. Ich stelle die Eigenschaften auf Stop. Kann die Farbe verändern, so wie sie halt bei den anderen ist. Oder natürlich auch unsichtbar machen. Ja, die Farbe passt jetzt noch nicht, das müsste man vielleicht dann noch ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall, der Vorteil ist aber, wenn jetzt die Teilchen halt fliegen, dass dann, dass der ebenfalls hängen bleibt. Jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht, dass ich das Modell nicht zurückgesetzt habe. Wenn ich jetzt nämlich zurückgehe, ist mein Bereich da oben weg. Also das war ein bisschen ungünstig. Also das ist zum Beispiel eine Idee. Was auch noch machbar ist, wäre zum Beispiel, dass man sagt, ich möchte eigentlich noch nicht so viele Alpha-Teilchen auf einmal haben, indem man quasi zum Beispiel mal ein paar Alpha-Teilchen entfernt. Und in dem Fall würde ich raten, dass man quasi ein zweites Dokument speichert. Und zwar, Achtung, jetzt muss man aufpassen, dass man sagt, will ich das gesamte Dokument speichern oder nur das hier innen drin. Ich kann es mir einfach machen, indem ich quasi speichere Save As und Rutherford und vielleicht die Ergänzung Einzelteilchen speichere. Und hier wird dann als Einzelteilchen $0 gespeichert. Also das ist wieder diese eingebettete Simulationsbox, die dann eben extra gespeichert wird. Alternativ wäre, dass ich quasi nur diese Simulationsbox abspeichere. Die ist jetzt hier unter Save Model entsprechend abgespeichert und sie quasi dann nochmal neu einfüge als eine weitere Simulation auf dieser Seite. Und das probieren wir gerade mal auf. Hier habe ich ja jetzt das einzelne Teilchen und jetzt füge ich mal eine weitere Simulationsbox hier ein, also Insert Model Container, das hier, und lade jetzt quasi dieses Modell Rutherford 0, das ist also das mit den vielen Teilchen. Und man sieht, ich habe jetzt quasi die gleiche Simulation, nämlich die von eben, nur eben jetzt mit den vielen Alpha-Teilchen. Das heißt, man kann quasi auf einer Seite verschiedene Varianten dann einbauen. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, dass man eben nicht mehrere Sachen braucht. Das Einzige, was ich jetzt noch machen müsste, wäre eben eigentlich das Ganze vielleicht unter einem sicheren Namen, einem sinnvollen Namen speichern. Wobei, jetzt habe ich gerade einfach Rutherford Einzelteilchen abgespeichert. Wir gucken gerade mal. Moment hier. Save Model As. Und da sieht man, dass jetzt hier Rutherford Einzelteilchen 0 und Rutherford Einzelteilchen 1 abgespeichert ist. Das sind quasi die zwei Modelle da innen drin. Das heißt, unter dem, oder dieses Dokument Rutherford Einzelteilchen.cml ist mit diesen zwei Modellen verknüpft. Ich denke, man kann das quasi auch so machen, dass man da andere Namen verwendet. Das sind nur die, die automatisch verteilten. Aber das ist jetzt eben zusammen vorhanden. So, was ich also noch machen kann, das wäre eine Sache, die ich hätte natürlich vorher schon machen können, ist
das die Ansicht hier ein bisschen verändern, indem ich also zum Beispiel hier was ausschalte. Also das Menü könnte ich ausschalten. Ich könnte die ganzen Werkzeuge ausschalten. Das gucken wir uns gerade mal an. So, und das könnte ich folgendermaßen machen. Also es gibt die Möglichkeit zum Beispiel, dass ich die Toolbar hier entferne, Remove Toolbar. Dann ist das weg. Das kann ich aber auch, könnte ich glaube ich auch hier machen, Remove Toolbar. Und was ganz wichtig ist, ich möchte die Menübar also auch entfernen, damit das also weg ist. Da wäre natürlich so ein oberer Rand dann noch besser, damit man nicht also das Gefühl hat, dass das da tatsächlich rausfliegen kann. So, und das gleiche kann ich dann natürlich hier machen, um zu sichern, dass das so aussieht, speichere ich das also nochmal ab. Das war, nehmen wir das hier fürs Erste. Ja. Und nachdem ich hier das ausgeschaltet habe, ne, was habe ich gemacht? Ach so, falsch. Übrigens im Vergleich zu anderen Simulationen, bei denen ich hier unten so eine vereinfachte Buttonbar, wie das hier heißt, hatte, brauche ich dieses hier, denn ich möchte die Simulation ja zurücksetzen. Bei anderen Simulationen, wo es also um die Bewegung der Teilchen geht und nicht um bestimmte Ausgangssituationen, kann ich das natürlich ändern. So, und jetzt speichern wir das gerade noch ab. So, eine Kleinigkeit noch. Normalerweise ist ja voreingestellt, dass diese Teilchen da in die Richtung fliegen. Das sollte übrigens auch getrennt, also voneinander funktionieren. So, jetzt mal gerade noch eine Erklärung. Was ist, wenn ich zum Beispiel die Geschwindigkeit verändern will, dass es schneller geht? Und da kann ich, wenn ich rechts draufklicke, dann bekomme ich hier dieses Kontextmenü und da gibt es unter anderem Change Velocity. Das heißt, ihr wird da so ein Vektor angezeigt, quasi mit dem die Geschwindigkeit und die Richtung angegeben ist. Den kann ich verstärken und dann bewegt sich das also schneller. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich vorher machen kann. Nur jetzt habe ich es halt wieder umgestellt. Dann müsste ich dann also dran denken, dass wenn ich was ändern will, es immer so machen muss, dass ich es ändere, bevor die Simulation gestartet ist. Jetzt habe ich hat es verschoben. Jetzt fliegt es nicht mehr waagrecht. So. Dann speichere ich hier, wenn das Menü weg ist, also über rechts, Save Model. So, und dann funktioniert das auch gleich am Anfang. So, was ich hier machen kann übrigens bei diesem Experiment, ich habe das ja schon mit Schüler durchgeführt, man könnte jetzt also hier einfach also das Alpha-Teilchen immer wieder verschieben und an eine andere Stelle setzen und sagen, ja, mal gucken, was passiert. Und das Interessante ist, dass es tatsächlich ja andauernd nichts passiert. Und die Schüler denken, wie kann das sein? Also ja, eigentlich sollte ja da irgendwo mal was sein, wenn das ja tatsächlich feste Goldfolie ist. Es ist interessant, dass man das, also wenn man das so einzeln simuliert, das nicht hinbekommt. Im Prinzip fragen die Schüler dann eigentlich direkt und sagen, also wir brauchen mehr Teilchen. Und dann passt natürlich dann dieses hier, dass man das Ganze mit mehreren Teilchen untersucht. Was man auch machen kann, ist, dass man das Teilchen, was man jetzt hier voreingestellt hat, dass man das kopiert. Dann haben wir hier Copy und Paste. Und dann habe ich ein Teilchen mit der gleichen Geschwindigkeit. Nee, die Geschwindigkeit ist nicht mit kopiert worden, aber ich habe das Teilchen selber kopiert. So. Ja, also so kann ich also an so einem vorhandenen, also von einer vorhandenen Simulation einiges ändern. Und wichtig ist eben auch, dass man mehrere solche Simulationsboxen zusammenhängen kann, so dass man also nicht andauernd eine neue Datei speichern muss.
Was wichtig eben ist, dass man darauf achtet, dass man mit dieser Datei .cml auch die Dateien für die Modellboxen mitnimmt, nur dann funktioniert das Ganze. Und bei den anderen vorhandenen Simulationen funktioniert das also ganz genauso. Wenn es natürlich ein anderer Modellcontainer hier ist, dann hat man eventuell andere Funktionalität noch mit drin, aber vom Prinzip her ist es wieder genau das Gleiche.